Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich beginne heute den Vlog so. Ich ziehe mich gleich um. Wir fahren nämlich in die Stadt. Ich möchte euch einiges zeigen und ja, es ist gerade total lustig, weil wir gerade eben, also gemeinsam mit dem Max und der Celine, die sind hier, da sind sie, am Handy. Der Max sucht nämlich einen Hochdruckreiniger und die Celine hilft ihm. Jedenfalls haben wir gerade hier die ganze Deko weggemacht. Also ich hatte die meiste Zeit die Kamera in der Hand und das Handy und die zwei haben es gemacht. Und das habe ich auch abgefilmt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Video schon geschaut habt oder ob das noch online kommt, ob ich es überhaupt online stelle, weil wir haben ziemlich viel Quatsch gemacht oder die beiden haben viel Quatsch gemacht, sagen wir es mal so. Was macht ihr da? Okay, läuft bei denen. Hier ist noch ein Teil der Deko, weil wir jetzt gerade noch ein Thumbnail gemacht haben. Und ich wollte jetzt mal den Vlog starten. Da kommt gerade die Bella angetippelt. Da ist sie. Da ist sie, die Bella. Der kleine Schatz, der schläft. Da hinten in der Federwippe. Da ist noch der Staubsauger, weil ich den Boden noch saugen muss. Ja, weil halt hier einiges auf dem Boden liegt, noch wegen der Deko. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich ziehe mich jetzt um und mache mir die Haare und dann setze ich mich kurz hier hin. Ich wollte euch nämlich was zeigen. Es ist ein richtig tolles Paket angekommen. Eigentlich wollte ich euch einen Baby-Haul abdrehen, aber ja, ich kann es jetzt nicht abwarten, euch die Sachen in diesem Video zu zeigen. Euch interessiert es ja auch immer, ne, was der kleine Schatz so zum Anziehen bekommt. Bella, was ist denn los? Bist du ganz aufgeregt? Bist ganz aufgeregt, ne? Genau. Und deshalb ziehe ich mich jetzt um, stelle euch da vorne hin und zeige euch die Sachen, die angekommen sind. Ich muss die ganze Zeit da hingucken, weil es so schön aussieht. Und du schüttelst dich, Bella, ne? Alles klar. Läuft bei dir. Also, viel Spaß beim Video. Und Max, hast du einen Hochdruckreiniger gefunden? Nee. Wie nee? Nicht? Hat keinen gefunden. Okay. Also, ich ziehe mich um, dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Tschüss. Warum sage ich Tschüss? Das Video ist ja gar nicht beendet. Also, ihr wisst Bescheid. Das mache ich nur, weil der Max mich die ganze Zeit verarscht und ganz leise Kommentare von sich gibt und Grimassen. Das seht ihr nämlich alles gar nicht. Also, bis gleich. So, ich stelle euch jetzt mal hier vorne ab. Ich hoffe, dass das jetzt so geht vom Licht. Die Sonne ballert nämlich total rein, was richtig schön ist. Dann passt es auch für unseren Ausflug. Also ich zeige euch die Sachen, die hier eingetrudelt sind. Ich bin ein bisschen aufgeregt und schaue die ganze Zeit auf mein Handy, weil der Alessandro beim Tischtennis ist. Also die haben eine Meisterschaft und er wollte eigentlich gar nicht hingehen. Und heute Morgen habe ich ihn dann doch hingefahren, weil er sich dann doch dafür entschieden hat. Alles total kurzfristig. Ich habe den Liam schnell fertig gemacht. Ich hatte kurz vorher gestillt, habe ihn angezogen, dann sind wir losgefahren. Mein Mann, der ist ja noch auf der Arbeit, also der arbeitet ja samstags auch bis um 13:30 und das Turnier hat um 10 begonnen. Ja, und da musste halt alles total schnell gehen. Wir sind auch noch rechtzeitig angekommen. Jedenfalls ist er jetzt ganz glücklich, dass er doch dort ist, weil er schon ganz, ganz weit gekommen ist. Also es entscheidet sich jetzt gerade ja, um den letzten Platz. Ihr merkt schon, ich bin sehr aufgeregt. Mein Mann ist jetzt auch hingefahren und schaut noch zu. Und ich habe zufälligerweise gerade angerufen, als sie für den Alessandro geklatscht haben, weil er dann auf die zweite Position ist. Also, naja, ich kann es schlecht erklären. Egal. Also, ich zeige euch jetzt ganz schnell die Sachen. Während der Liam noch schläft, der kleine Schatz, genau, weil ich dann hier noch ein bisschen rumwuseln muss, ja, damit ich dann ready bin für unseren Ausflug. Also, ich zeige euch die Sachen, die eingetrudelt sind. Und zwar dieses wunderschöne Schätzchen hier, dieser Pulli. Schaut mal bitte, wie schön das aussieht. So, so hochwertig, von der Qualität, ganz, ganz weich, richtig, richtig schön. Leider ist es noch ein ganzes Stück zu groß, also es ist jetzt Größe 80. Der Liam, der hat jetzt Größe 68, aber die wachsen ja so ultra schnell in dem Alter. Also das ist ja echt der Wahnsinn. Ja, das finde ich richtig, richtig schön. Die Marke nennt sich Tumble and Dry. Tumble and Dry. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ich kannte die vorher gar nicht. Vielleicht geht es euch genauso. Und es ist vielleicht eine kleine Inspiration für euch. Also richtig, richtig toll von der Qualität. Dieses T-Shirt hier, das ist in so einem Türkis. Ganz, ganz süß. Das ist jetzt auch Größe 80, aber bei T-Shirts finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil man die ja so ein bisschen reinstecken kann und das ist ja auch nicht schlimm.
wenn die Sachen etwas größer sind, dann passen sie ja dann eben auch eine Weile. Man möchte ja lang Freude dran haben. Aber von der Qualität her werde ich definitiv lang Freude dran haben, weil man das schon merkt. Ne? Also das ist richtig, richtig hochwertig. Das ist jetzt noch ein T-Shirt. Das sieht so aus. Das ist jetzt auch Größe 80. Das kostet jetzt zum Beispiel 14,99 €. Das ist natürlich ja, schon hochpreisig, aber man merkt es eben auch. Ne? Also wie gesagt, man wird lang Freude dran haben. Der Liam, der hat ja auch Sachen von seinen Brüdern, die ich aufgehoben habe. Ich bin da ja voll der Monk. Ne? Ich habe da ja die ganzen Kartons vom Keller hoch, hatte ich euch auch mitgenommen und gezeigt. Und da habe ich schon auch gemerkt, ne, wenn ich wirklich Sachen gekauft habe, die hochpreisig waren, dass die jetzt einfach auch noch schön sind. Ne? Klar, man kann natürlich auch sagen, okay, die wachsen so schnell raus, wenn die nach dem 10. Mal nicht mehr so schön aussehen, die Sachen, also nach dem 10. Mal waschen, dann ist es auch nicht so schlimm, sei es drum, aber das sind eben Teile, die dann definitiv in die Erinnerungsbox wandern, weil die eben ja, so hochwertig sind. Ne? Das ist jetzt auch noch so ein T-Shirt, das sieht so aus. Auch richtig, richtig süß. Ich habe auch schon eine Kombi mit dem Teil hier im Kopf, zeige ich euch gleich. Das ist eine Hose, die sieht so aus. Die ist jetzt natürlich auch noch viel zu groß. Es ist auch Größe 80, aber die wird dann bestimmt im September passen. Und da ist sie dann eben auch vom Stoff ideal, ne? Weil sie ein bisschen dicker ist für abends, dann wenn es etwas kühler draußen ist. Also ja, richtig, richtig schön. So sieht die aus. Mega, also wirklich, ich bin so begeistert. Ich habe ja erst nicht gewusst, ne, wie das so ist, aber jetzt bin ich wirklich überzeugt und nach dem Waschen wird da nichts passieren, das weiß ich jetzt schon, also das merke ich einfach. Ja, und das ist mein liebstes Teilchen, das sieht so aus. Oh Gott, der kleine Schatz, der wird so süß darin aussehen. Da hinten ist noch das. Total schön, oder? Was meint ihr hier mit diesem Reißverschluss? Ganz, ganz schön sieht es aus. Auch ich freue mich schon so. Aber das soll jetzt noch ein bisschen dauern, bis er das tragen kann, ne? Weil sonst würde es ja bedeuten, dass er schon so groß ist, ne? Der soll ja noch so ein kleines Baby bleiben. Noch eine Weile. Ich mache nur Spaß, ihr versteht, was ich meine, ne? So, jetzt ist die Kamera ausgegangen. Also, so habe ich mir das überlegt. Diese Kombi, richtig, richtig schön. Mega. Bin ganz begeistert. Ja, ich habe noch meine Jogginghose an. Ich mache mich dann gleich fertig soweit. Jetzt kommen wir zum Online-Shop Mamarella. Da habe ich euch auch schon viel drüber erzählt und auch die wunderschönen Teile gezeigt. Das hier zum Beispiel ist wunderschön. Dieser Cardigan, der ist auch reduziert im Moment auf deren Seite. Und ich fand den so, so schön, als ich den gesehen habe. Und den wird er mit diesem Schätzchen hier anziehen. Und zwar zu Ostern mit diesem Häschen hier drauf. Ist das nicht süß? Schaut euch das mal bitte an, wie goldig das aussieht. Hier ist das Häschen und hier hinten ist eine Karotte. Und ich habe ja schon 3 Strampler, die eben auch von Mamarella sind. Die sind auch so mit dem Fuchs, mit dem Igel und mit dem Schäfchen. Und die sind von der Qualität wirklich bombastisch. Also ich habe die schon so oft gewaschen. Das hat er schon so oft angehabt. Auch zu der Babyparty hat er ja das mit dem Füchschen angehabt. Und also das merkt man einfach, ne, von der Qualität, dass das eben sehr hochwertig ist. Und mein Patenkind wird Ende April zur Kommunion gehen und da habe ich mir gedacht, dass ich wahrscheinlich die Kombi dann hier anziehen werde. Ne? Ich muss mal schauen, vielleicht ist es auch ein bisschen zu dunkel für die Kommunion, mal schauen, also dann lasse ich das vielleicht weg. Ich habe auch noch einen anderen Cardigan, der eben heller ist und ja, ziehe ihm dann den an. Es kommt ja auch drauf an, wie das Wetter ist, ne? Aber das fand ich so schön und ja, bin jetzt ganz, ganz glücklich, ihm diese wunderschönen Teile dann anzuziehen. Die kommen natürlich aber erstmal in die Waschküche und die wollte ich euch eben mal zeigen. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration für euch. Und ja, jetzt mache ich mich aber wirklich, glaube ich, mal ready. Also ich muss noch eine Hose anziehen und meine Haare ein bisschen machen. Hier noch durchsaugen, aber der kleine Schatz, der schläft ja noch. Dann wusel ich einfach in der Küche noch ein bisschen rum. Hier gibt es ja immer was zu tun. Moment, mein Mann schreibt. Ah, das ist aufregend. Ah, nee, es war doch nicht mein Mann. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach später wieder. Genau, okay. Jetzt habe ich mir mal schnell die Nägel lackiert. Ganz schnell. Innerhalb von 3 Minuten.
Der nennt sich, wartet, ich sag's euch, Sheer Luck von Essie und der hier ist von Astor. Jawohl. So, und so sehen die Nägel aus. Tada! Jawohl. Und jetzt kommt das runter in die Waschküche. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like... So, jetzt ist es wieder schön frisch. Und jetzt kommt noch dieses Teil mit den goldenen Punkten drauf. Ja, hier habe ich eigentlich noch so ein Handtuch. Das lege ich auch noch hier hin meistens. Damit er schön kuschelig eingewickelt wird und damit dieses Teil nicht so oft schmutzig wird. Jawohl. Wir haben immer ultra viele Socken. Ja, bei 7 Personen, ne? Wahrscheinlich auch verständlich. Das mache ich jetzt und außerdem habe ich noch meine Bestellung geholt bei Ernstings Family. Hatte ich euch ja erzählt in meinem Video, dass ich das über iKral bestellt habe, dadurch Geld gespart habe, anstatt dass ich es im Laden kaufe. Sorry, es ist gerade ein bisschen laut. Jedenfalls ist die Bestellung angekommen und ich habe hier die Strumpfhose hier bestellt. Schaut mal, 2,49 € bei Ernstings Family, wie gesagt. Hier ist meine Rechnung und hier ist noch der Pulli. Ich glaube, der war reduziert, oder? Wie war denn das? Ja, der war reduziert auf 9,99 €. Der sieht so aus. Total süß. Ja, auch ganz weich. Genau, dadurch, dass ich das über iKral bestellt habe, hatte ich da ja nochmal die Prozente bekommen. Das kommt jetzt auch noch in die Wäsche. Und ja, ansonsten kümmere ich mich mal hier um meine Socken, beziehungsweise also nicht nur um meine, sondern ne, um die der Familie. Die der Familie, ja. Und ja, mache das hier hinten noch. Mal schauen, wann der kleine Schatz wach wird. Bin ich mal gespannt. I'm more than just 9 to 5. Everyone's gone, it's only you and I. Looks like we'll be staying up all night. Time to play what you say, I'm here. Meine Lieben, Planänderung. So ist es. Wir müssen immer flexibel sein, ne? Der kleine Schatz, der hat bis eben geschlafen. Und deshalb fahren wir jetzt nicht mehr in die Stadt. Also bis zur nächsten Großstadt ist es schon eine Weile hin. Also ein ganz schön weiter Weg. Und deshalb sind meine Männer jetzt schon mal zum Einkaufen gefahren, geben Leergut ab. Und ich mache den kleinen Schatz frisch, habe ihn jetzt gestillt und gehe nochmal eine Runde mit ihm spazieren. Das ist auch gut, dann kann ich euch endlich den Kinderwagen zeigen. Den hatte ich euch ja eigentlich das letzte Mal schon versprochen. Aber das ist gut, dass ich euch den nicht gezeigt habe, denn mit dem war ich gar nicht zufrieden. Ja, nichts als die Wahrheit. Und ich bin total froh, dass mein Mann, kann ich nur das italienische Wort, insistito, wie heißt das auf Deutsch? Ja, also der hat, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort jetzt dafür ist. Also jedenfalls bin ich froh, dass wir jetzt den haben, den wir haben, weil mein Mann den so toll fand. Ja, den haben wir auch bei Baby One ausprobiert. Und genau, den kann ich euch jetzt auch zeigen, ne? Ich habe den aber noch gar nicht so lang aufgebaut, denn ich bin ja eigentlich eine Tragemama. Das wisst ihr ja, ne? Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich ihn immer im Tragetuch habe oder in dieser anderen Trage, die ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet habe. Damit waren wir auch schon in Frankfurt. Auf einen Rummel war ich damit, weil da wollte ich nicht mit dem Kinderwagen rum. Das ist ja die Höchststrafe, wenn der auf dem Rummel mit dem Kinderwagen rumläuft. Also es geht gar nicht. Außerdem war ich eh nicht lang dort. Der Lärmpegel dort ist viel zu hoch, ne? Und das hat schon gepasst, also da habe ich ihn getragen. Das war jetzt auch nicht so ultra lang, aber ich bin es auch ja, so vom Rücken her gewohnt einfach oder gewöhnt. Ich sag mal, mein Gott, ich habe gerade mit Mama telefoniert, da habe ich nur die italienischen Wörter im Kopf. Naja, also gut, dann mache ich jetzt den kleinen Schatz fertig und dann sehen wir uns draußen. Die Bella freut sich auch schon, ne? Und dann gehen wir eine Runde spazieren mit deinem Kinderwagen. Machen wir das? Der lacht die ganze Zeit die Punkte an. Also der sieht die und lacht so richtig herzlich. Als würde er sich mit den Punkten unterhalten. Ich würde echt mal gern wissen, was er da denkt. Das ist so süß. Echt. Also, ich habe es euch ja, glaube ich, schon 100 Mal gesagt. Die Punkte waren die beste Investition hier in diesem Zimmer. Ne? Die magst du, ne?
Die magst du. Die habe ich auch bei Amazon gekauft. Ne? Kann ich euch auch mal verlinken, so wie die anderen Sachen auch, von denen ich heute erzählt habe. So, also dann jetzt lang genug gequatscht, bevor die Sonne weg ist. Wir haben es nämlich schon 6 Uhr. Ja, beeile ich mich mal und dann sehen wir uns draußen wieder. Machen wir das so? Machen wir das so mit deinen Stinkefüßen? Hast du Stinkefüße? Nee, ne? Du hast keine Stinkefüße. Du hast keine Stinkefüße. Kleine Schatz erzählt noch, bevor ich es vergesse, weil ich jetzt hier die Windel habe. Mich haben ganz, ganz viele gefragt, ob ich nicht ein Feedback dazu abgeben könnte. Denn als ich euch diesen Windeleimer hier gezeigt habe, war der Liam ja gerade mal 6 Wochen alt. Und jetzt habe ich ihn ja schon 3 Monate in Gebrauch. Und ich kann euch sagen, dass es die beste Erfindung ever ist. Mit so einem Teil, also wirklich, ihr müsst einfach nur dieses Teil hier so aufmachen. Schaut, das ist hier das Loch. Packt die Windel rein, zu. Und man riecht halt gar nichts. Nichts, wirklich. Ich liebe, liebe, liebe den. Und das Beste daran ist halt, jetzt komme ich mir gerade vor wie in einer Verkaufsshow. Nein. Das Beste ist, dass ihr quasi keine Kassetten habt und keine extra Plastiktüten und so einen Scheiß. Echt, das nervt mich so, wenn ich das sehe. Dann denke ich mir immer, oh, was für eine Verschwendung. Und ja, so einfach hier rein. Man kann es dann auch offen lassen. So hat mir eine Abonnentin einen Tipp gegeben, fand ich auch total lieb. Super Idee, super praktisch, wegen dem Geruch. Irgendwann, wenn die Kinder dann älter sind, weil wenn die halt älter sind, das ja, halt anders riecht. Und wenn ihr dann aufmacht, ne, dann kommt ja erstmal Luft raus. Und deswegen, wenn ihr es so die ganze Zeit offen habt, dann müsste das auch passen. Weiß ich jetzt so nicht, aber den Tipp hat mir eine Abonnentin gegeben. Den gibt es auch in verschiedenen Farben, den habe ich auch bei Amazon gekauft. Da war der günstiger als im Laden. Ja, genau. So, jetzt stelle ich den wieder hin. So, machen auf und alles ist gut. Und alles ist gut, ne? Und jetzt muss ich dir immer noch die Hose anziehen, ne? Weil ich mich so wie mit dir unterhalte. Ja, und du zappelst hier rum. Zappel, Philipp. Der heißt ja eigentlich gar nicht Liam. Der heißt ja Philipp. Das ist der Zappel-Philipp. Nee, ne? Bist du kein Zappel-Philipp? Hä? Oder bist du doch ein Zappel-Philipp? Salute. Salute, Mamina. Da streckt er immer so die Zunge raus. Das ist so goldig. Das ist so goldig, wenn du deine Zunge rausstreckst. Na komm. So, gehen wir jetzt mit der Bella Gassi? Gehen wir mit der Bella Gassi? Deine Haare stehen dir zu Berge. Deine Haare stehen dir zu Berge. Deine Haare stehen dir zu Berge. Bist du süß. Übrigens habe ich da den Schriftzug hingemacht. Wartet mal, ich zeig euch. Dreh euch mal rum. Da ist er jetzt. Der Schriftzug, den ich gebastelt habe. Zu Liams Babyparty. Süß, ne? Ich finde es süß. Ich finde, es passt auch hier rein. So, also. Jetzt geht's aber wirklich in den Wald. Mit der Bella. Bella? Wo ist sie denn? Oh mein Gott, Leute, der Alessandro ist gerade heimgekommen. Und was soll ich sagen? Ich bin total glücklich. Er hat, Achtung, den ersten Platz gemacht. Ich bin total aufgeregt. Echt, ich bin so glücklich. Das hat er so toll gemacht. Ja, da ist das Mamaherz natürlich wieder, ja, am Weinen, ne, so auf die Art. Man ist da halt total glücklich und ich bin echt froh, dass er sich heute Morgen doch noch dafür entschieden hat. Jetzt hat er halt echt den ersten Platz erreicht und es war eine richtig, richtig krasse Challenge, also eine Meisterschaft. Richtig krass und das letzte Mal hat er sich eben für diese heute qualifiziert und das war echt schon für ihn so, ja, halt, da war er total glücklich. Und jetzt bei der hier, die noch viel schwieriger war, hier wieder den ersten Platz zu machen, richtig krass. Da ist noch seine Urkunde und hier ist noch sowas. Also ich finde es mega. Echt, schaut euch an, den Pokal. Und da waren so viele Kinder. Echt, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also er spielt schon echt super gut Tischtennis, auch mit seinem Papa immer am Wochenende spielen sie. Und ich sage ja immer zu ihm, Übung macht den Meister. Ne? Also wer hart trainiert, wird auch belohnt. Und ja, heute ist es eben soweit, dass er belohnt wurde. Ich bin so glücklich gerade. Sorry, dass ich jetzt so voll aushole und so übertreibe. Aber das ist halt, ich glaube, jede Mama kann das jetzt verstehen. Und da ist er, unser Kinderwagen von Dubati. Also das Kinderwagengestell, sagen wir es mal so. Geht ganz einfach, den aufzubauen. Und zwar so. Dann
kann ich das verstellen. Ist natürlich ideal. Ich bin ja sehr klein, also ich könnte es auch so verstellen. Den Griff finde ich total schön. Hier kann ich die Wickeltasche dran machen, was ich richtig gut finde. Und jetzt zeige ich euch die Babyschale. Machen wir mal die Bremse rein. So. Und zwar finde ich das hier auch richtig gut, dass man das verstellen kann. Also sprich, ich könnte das hier niedriger machen oder höher. Eben je nachdem, ne, wie groß man ist. Und ja, jetzt holen wir mal den kleinen Schatz, legen ihn rein. Hier habt ihr auch noch sowas für Wind und Wetter. Auch richtig gut. Und hier halt ganz normal das Dach, ne? Und das kann man natürlich auch andersrum drehen. Also, dass das Kind dann in Fahrtrichtung schaut. Und hier ist dann auch ein Bügel. Aber das habe ich jetzt nicht dabei. Und mir fehlt auch noch der Einkaufskorb. Den habe ich jetzt noch nicht dran gemacht, weil ich ihn noch nicht benötigt habe. Ich wollte euch übrigens noch das Teilchen hier zeigen. Das ist dieser Wagenanzug, glaube ich, nennt er sich, von Mamarella. Der ist jetzt noch ein ganzes Stück zu groß. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Nee, da wächst der rein, der kleine Schatz. Ist ganz, ganz kuschelig. Und ich habe jetzt nur die dünne Decke hier mitgenommen für die Füßchen. Oh, die Sonne scheint ja total schön. Also das reicht definitiv. Dann mache ich das noch drauf. So. Reißverschluss zu. Und weiter geht's. Und da sind wir. Da ist die Bella. Wir gehen jetzt noch eine große Runde spazieren. Das ist so herrlich hier draußen. Das Wetter ist so, so toll. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Dem Liam gefällt es hier im Kinderwagen und meine Männer sind ja einkaufen, also passt es. Deswegen genieße ich das jetzt auch hier draußen und der Kinderwagen ist echt ideal. Also gerade für einen Wald, das ist super. Deshalb werde ich den anderen auch zurückschicken. Ich bin da überhaupt nicht mit zufrieden gewesen, weil vorne die Bereifung einfach so schlecht war im Wald. Und ich gehe halt nun mal viel spazieren mit der Bella. Wir gehen jeden Morgen hier spazieren. Mittags gehen wir an Main und abends dann nochmal hier im Wald. Und da brauche ich halt einfach einen guten Kinderwagen, der jetzt so für unsere Bedürfnisse eben, ja, so passt, ne? Jeder hat da ja andere Ansprüche. Und für uns war der halt nichts. Und deshalb bin ich jetzt total glücklich, dass wir den haben. Der ist richtig schön und passt eben auch zu uns, ja. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt an dieser Stelle mal diesen Vlog. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da freue ich mich natürlich immer auch über euer Feedback. Falls ja, ihr noch irgendwas wissen möchtet, dann schreibt es mir, wie gesagt. Und ich bin jetzt völlig außer Atem, denn ich habe keine Kondition. Und deshalb verabschiede ich mich. Also, ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hey. Oh, yeah. I've been trying to take my eyes off you. Oh girl, it ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting?